Willkommen am virtuellen IGMA. Willkommen zur Vorstellung unseres Lehrangebots für Sommersemester 2021. Neben mir sitzt Verena Hartbaum, die im kommenden Semester das Seminar Architektur als Buch leiten wird, montags von 14 bis 17 Uhr. Erzähl uns doch ein bisschen, was ihr vorhabt dieses Semester, Verena. Ja, danke, Leo. Also das Seminar Architektur als Buch wird von mir in dem Modul Architekturtheorie angeboten. Denn tatsächlich sind es ja immer noch die Bücher, also auch natürlich neben Aufsätzen, Zeitschriften und Kommentaren, die das Material der Architekturtheorie schlechthin sind. Das Seminar Architektur als Buch ist eigentlich natürlich ein Lektüreseminar, in dem es um Inhalte von Texten geht, aber vor allem geht es darüber hinaus auch um die Form dieser Inhalte. Also wir sprechen über Buchgestaltung, wir sprechen über die Leseradressierung, über die verschiedenen Möglichkeiten von Organisation von Inhalten, über die Bedingungen der Entstehung der Bücher, aber natürlich auch über ihre Rezeption und so weiter und so weiter. Wie wird das Seminar denn ablaufen und wie wird das organisiert sein? Also das Seminar wird natürlich komplett digital abgehalten werden, derzeit. Die Vergabe von den maximal 20 Seminarplätzen, die wohl sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudierende offen sind, organisieren wir anhand der Reihung der Anmeldungen. Und neben einer Vielzahl an Literatur, die wir natürlich in den einzelnen Terminen besprechen werden, möchte ich hier gerne noch zwei Bücher als Grundlagenliteratur empfehlen. Zum einen ist es hier das Reclam, Texte zur Medientheorie. Das ist herausgegeben von Günter Helmes und Werner Köster. Damit werden wir uns einen Überblick über die Medientheorien vor allem im 20. und 21. Jahrhundert verschaffen. Und das andere ist hier dieses Buch von Dietrich Erben herausgegeben, das Buch als Entwurf Textgattungen in der Geschichte der Architekturtheorie. Das ist eine wunderbare Übersicht über eine Vielzahl an Textgattungen und Darstellungsmethoden in der Architekturtheorie. Ja, also in diesem Seminar Architektur als Buch, werden wir zusammengefasst die formalen Voraussetzungen und die Wirkungsweisen publizierter Architektur kennenlernen und sie auch analysieren. Das alles natürlich, um im Anschluss daran auch die Frage nach einem vielleicht tragfähigen Konzept für das Architekturbuchgenre der Zukunft stellen zu können, das natürlich auch jetzt mehr denn je im digitalen Raum funktionieren muss. Ja, danke, Verena. Da bin ich natürlich sehr gespannt auf das Konzept für die Zukunft des Architekturbuches. Vielen Danke Dank. dir.